Esra, Kapitel 8. Dies sind die Häupter ihrer Väter, die berechnet wurden, die mit mir heraufzogen von Babel zu den Zeiten, da der König Artasastra regierte. Von den Kindern Pineas Gersum, von den Kindern Ethamar Daniel, von den Kindern David Hattus. Von den Kindern Sechania, der Kinder Pareus Zacharia und mit ihm Mannsbilde gerechnet 150. Von den Kindern Parat Moab Eljönai, der Sohn Serajas, und mit ihm 200 Mannsbilde. Von den Kindern Sechania der Sohn Jehasil und mit ihm 300 Mannsbilde. Von den Kindern Adin Ebed der Sohn Jonathans und mit ihm 50 Mannsbilde. Von den Kindern Elam Jesaja, der Sohn Ataljas, und mit ihm 70 Mannsbilde. Von den Kindern Sefatja Sebadia, der Sohn Michels, und mit ihm 80 Mannsbilde. Von den Kindern Joab Obadia, der Sohn Jehils, und mit ihm 218 Mannsbilde. Von den Kindern Selomit der Sohn Josefjas und mit ihm 160 Mannsbilde. Von den Kindern Bebai Zacharia, der Sohn Bebais, und mit ihm 28 Mannsbilde. Von den Kindern Askat Jojanan, der jüngste Sohn, und mit ihm 110 Mannsbilde. Von den letzten Kindern Adonikam, und hießen also Elifelet, Jael und Semaja, und mit ihnen 60 Mannsbilde. Von den Kindern Begefai, Utai und Sabut und mit ihnen 70 Mannsbilde. Und ich versammelte sie ans Wasser, das den Eie verkommt, und blieben 3 Tage da selbst. Und da ich Acht hatte aufs Volk und die Priester, fand ich keine Leviten da selbst. Da sandte ich hin Elisa, Aril, Semaja, Telnatan, Jarib, Telnatan, Nathan, Zacharia und Mesulam, die Obersten, und Jojarib und Telnatan, die Lehrer. Und sandte sie aus zu Iddo, dem Obersten, den Kasfia, dass sie uns holeten Diener im Hause unseres Gottes. Und ich gab ihnen ein, was sie reden sollten mit Iddo und seinen Brüdern, den Netinim, zu Kasfia. Und sie brachten uns, nach der guten Hand unseres Gottes über uns, einen klugen Mann aus den Kindern Mahali, des Sohns Lefi, des Sohns Israels, Serebia, mit seinen Söhnen und Brüdern, 18. Und Hasabia und mit ihm Jesaja von den Kindern Merari mit seinen Brüdern und ihren Söhnen, 20. Und von den Netinim, die David und die Fürsten gaben, zu dienen den Leviten, 220, alle mit Namen genannt. Und ich ließ daselbst am Wasser bei Eifa ein Fasten ausrufen, dass wir uns demütigten vor unserem Gott, zu suchen von ihm einen richtigen Weg für uns und unsere Kinder und alle unsere Rabe. Denn ich schämte mich, vom Könige Geleit und Reiter zu fördern, uns wieder die Feinde zu helfen auf dem Wege. Denn wir hatten dem Könige gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Besten über alle, die ihn suchen, und seine Stärke und Zorn über alle, die ihn verlassen. Also fasteten wir und suchten solches an unserem Gott, und er hörte uns. Und ich sonderte 12 aus den obersten Priestern Serebia und Hasabia, und mit ihnen ihre Brüder 10. Und wog ihnen dar, das Silber und Gold und Gefäße zu erheben dem Hause unseres Gottes, welche der König und seine Ratsherren und Fürsten und ganz Israel, das vorhanden war, zu erheben gegeben hatten. Und wog ihnen da unter ihre Hand 650 Zentner Silbers und an silbernen Gefäßen 100 Zentner und an Golde 100 Zentner. 20 güldene Becher, die hatten 1000 Gülden, und 2 gute eherne köstliche Gefäße, lauter wie Gold. Und sprach zu ihnen, ihr seid heilig dem Herrn, so sind die Gefäße auch heilig, dazu das freie Gewinne Silber und Gold dem Herrn, eurer Väter Gott. So wachet und bewahret es, bis dass ihr's darweget vor den obersten Priestern und Leviten und obersten Wettern unter Israel zu Jerusalem in den Kasten des Hauses des Herrn.
Da nahmen die Priester und Leviten das gewogene Silber und Gold und Gefäße, dass sie es brächten gen Jerusalem zum Hause unseres Gottes. Also brachen wir auf von dem Wasser Eifer am 12. Tage des ersten Monden, dass wir gen Jerusalem zögen. Und die Hand unseres Gottes war über uns und errettete uns von der Hand der Feinde und die auf uns hielten auf dem Wege. Und kamen gen Jerusalem und blieben daselbst 3 Tage. Aber am 4. Tage ward gewogen das Silber und Gold und Gefäße ins Haus unseres Gottes unter die Hand Meremots, des Sohns Urias, des Priesters, und mit ihm Eleazar, dem Sohn Pineas, und mit ihnen Josabat, dem Sohn Jesuas, und Noadia, dem Sohn Benuis, dem Leviten. Nach der Zahl und Gewicht eines jeglichen, und das Gewicht war zu der Zeit alles beschrieben. Und die Kinder des Gefängnisses, die aus dem Gefängnis kommen waren, opferten Brandopfer dem Gott Israels 12 Farren für das ganze Israel, 96 Widder, 77 Lämmer, 12 Böcke zum Sündopfer, alles zum Brandopfer dem Herrn. Und sie überantworteten des Königs Befehl den Amtleuten des Königs und den Landpflegern diesseits des Wassers. Und sie erhuben das Volk und das Haus Gottes.